Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, heute möchte ich mit dir über die tickende Zeitbombe in den Bilanzen der Banken sprechen, einer Statistik der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zur Folge mittlerweile auf 500 Billionen Dollar angewachsen, was es damit auf sich hat. Und ein gewisser Warren Buffett hat dieses Risiko einmal als die Massenvernichtungswaffe des Finanzsystems bezeichnet. Wenn das Thema Geldanlage dein Thema ist und auch Unternehmertum, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Es wird auch noch am Ende des Videos einen Tipp geben, wie du dein Geld heute noch sicher und gewinnbringend anlegen kannst. Wenn das alles hier dein Thema ist, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, die Massenvernichtungswaffe, von der Warren Buffett sprach, sind natürlich nichts anderes als Derivate. Man unterscheidet Derivate natürlich in außerbörslich gehandelten Derivaten und natürlich auch in börsengehandelte Derivate. Ich habe hier mal eine Statistik vorbereitet. Ich mache das jetzt mal ganz unkonventionell und ziehe die mal hier rein. Das ist eine Statistik, die bis ins Jahr 2016 geht, dass man nur mal sieht, wie hoch hier die Stückzahl bzw. das Volumen dieser Derivate ist und war. Es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren. Und zwar hatten wir im Jahr 2013 noch ein Volumen von fast 800 Billionen. Also wie gesagt, die BIZ, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, veröffentlicht diese Zahlen regelmäßig, halbjährlich. Und ich hänge das auch nochmal in der Videobeschreibung dazu, diesen Link, wo ihr das nochmal nachvollziehen könnt. Also jetzt im Jahr 2016 waren wir dann hier hinten bei 482, also außerbörslich gehandelte Finanzderivate. Und die börsengehandelten sind hier unten ganz klein zu sehen. Ja? Und jetzt im Jahr 2019 war es dann so, wir waren um die 500 Billionen Dollar, ist diese Derivatebombe groß. Und man muss einfach mal wissen, was ist das eigentlich, so ein Derivat? Welche Derivate gibt es überhaupt? Wie gefährlich sind die? Und ich habe mir überlegt, dieses Video auch aus dem Grund zu machen, weil ich jetzt vor kurzem zwei, drei Anfragen auch von Leuten hatte, die mir also hier ein paar Finanzderivate vorgelegt haben, die dann ja ausgebucht werden mit einem, ja, man kann fast von Totalverlust sprechen. Und das ist ein gigantisches Risiko, diese Derivate, weil man dort immer ein Gegenparteirisiko hat. Also der Gegenspieler, ja, das ist das Risiko. Ja, das ist eine 1:1 Wette, oft auf einen Basiswert. Ich komme gleich dazu. Und diese Geschichte bedroht unseren Wohlstand. Also es gibt zahlreiche Banken, auch die Deutsche Bank gehört dazu, die ja hier versucht, die gerade loszuwerden, diese Risiken. Aber es wird natürlich äußerst schwierig sich darstellen. Und wenn so eine Bank natürlich dann, die oft, also die, bei der Deutschen Bank war es beispielsweise so, ich habe die Zahlen mir mal vorbereitet, also die hatte eine Bilanzsumme von 1,407 Milliarden Euro ausgewiesen im Juni 2020. Und die eine Zahl, die da so im Raum kursiert, waren also ein Wert von, ich glaube, über 40 Billionen, die also allein die Deutsche Bank mit sich rumträgt, also von diesen Finanzprodukten. Also ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, also ich habe sie jetzt nicht gefunden, also die wird natürlich auch ein bisschen geschönigt immer wieder, also das ist ein riesen Thema. Wenn so ein Finanzhaus platzt, dann, also wenn die Eigenkapitalquote sich durch sowas natürlich um, ich sag mal, 50% halbiert, dann ist so eine Bank ganz schnell pleite, auch durch solche Derivate ausgelöst. Das haben wir damals auch durch die Pleite bei Lehman erlebt und so weiter. Und das Entscheidende für mich ist ganz einfach, euch hier drauf mal hinzuweisen und natürlich auch eine Lösung mit an die Hand zu geben. Also zunächst einmal, wenn euch das Video gefällt, gebt ihm doch bitte einen Daumen hoch. Ja, abonniert unbedingt unseren Kanal, damit ihr also auch weiterhin auf dem neuesten Stand der Dinge seid, welche Möglichkeiten es heute noch gibt, sein Geld sicher und gewinnbringend anzulegen. Also wenn ihr das Video bis zum Ende schaut, erfahrt ihr auch das nochmal. In erster Linie mal natürlich die Derivate, wo kommt das Wort her? Das Wort Derivate kommt aus dem Lateinischen und leitet sich ab von Derivare. Also Derivare ist ableiten und ableiten bedeutet dann letztendlich, es leitet sich von einem bestimmten Basiswert ab.
Dieser Basiswert können dann sein Dinge wie zum Beispiel Rohstoffe, Lebensmittel, Aktien, Anleihen. Es kann auf Zinsen spekuliert werden, auf Zinssätze, auf Indizes, also auf, ich sage jetzt mal, Dinge wie den DAX, den Dow Jones und so weiter und so fort. Und diese Wetten, ja, man kann es als Art Wette bezeichnen, ja, ist natürlich, wie gesagt, mittlerweile 500 Billionen groß. Und das ist natürlich ein massives Problem und ein riesiges Ausfallrisiko in den Bilanzen der Banken. Und wie gesagt, die wenigsten da draußen, die so traden, ja, sind da erfolgreich. Also wie gesagt, 3 Leute haben sich jetzt haben ihr Geld jetzt mir anvertraut, weil sie eben der Meinung waren, dass das Trading dann doch Casino-Spielen ist, ja, also rot oder schwarz. Und es gibt welche, die schaffen es. Ja, es gibt also auch ganz interessante Finanzinstrumente, die man eben nutzen kann, um auf fallende Kurse oder auch bei fallenden Kursen im Endeffekt ein Stück weit zu partizipieren. Aber für den Normalsterblichen auf jeden Fall absolutes No-Go. Wer da keine Ahnung hat, unbedingt die Finger davon lassen. Und wie gesagt, ich möchte euch hier nochmal einen Überblick geben, was es überhaupt für Derivate letztendlich dann oder was es mit Derivaten auf sich hat. Die Vor- und Nachteile möchte ich euch hier mal aufzeigen. Also die Vorteile sind in erster Linie mal, dass man also hohe Renditechancen hat. Kein Wunder, deswegen die Banken zocken. Ja, also 500 Billionen, die Banken zocken. Ja, deswegen machen sie es, weil es also die normalen Renditen, die man mit Aktien und solchen Dingen erzielen kann, reichen denen natürlich nicht. Also es wird gehebelt, der Gewinn wird gehebelt und deswegen machen die es. Es gibt verschiedenste Basiswerte, ich habe schon einige genannt, ja, also eigentlich auf alles kann man wetten. Ja. Die Möglichkeit eben auch bei fallenden Kursen zu profitieren, das ist auch ein Vorteil von Derivaten. Die Möglichkeit zur Verlustabsicherung ist natürlich dadurch auch gegeben. Und hohe Gewinne auch bei geringem Kapitaleinsatz sind eben hier möglich. Und die Art, natürlich alles hat Vorteile und dann gibt es natürlich auch die Nachteile. Also es gibt ein verdammt hohes Verlustrisiko. Komplex und wenig transparent sind diese Papiere. Also an der Stelle ganz wichtige Aussage von einem gewissen George Soros, der in dem Film Inside Job, der über die Finanzkrise 2008 berichtet, mal gesagt hat, dass er also CDOs, also diese Collateralized Debt Obligations, die den Zusammenbruch von Lehman und auch die Finanzkrise ausgelöst haben, überhaupt nicht wusste, was das ist und wie sie funktionieren. Muss man sich mal vorstellen. Also George Soros, ja, also ganz entscheidende Geschichte. Die sind so komplex, also dass oft die diese verkaufen, gar nicht wissen, was es bedeutet. Also ganz wichtig und ganz vorsichtig. Die sind natürlich extrem anfällig für Schwankungen, erfordern hohen Arbeitseinsatz. Also man muss da ständig am Ball sein und muss da unbedingt auch das nötige Know-how da mitbringen. Und man hat keine Teilhabe am Unternehmen, man hat immer ein Gegenparteirisiko. Also wenn der Gegner ausfällt oder wie auch immer oder das Ding dann ausbucht, ja, dann ist eben das Geld weg. Und das muss man einfach wissen, deswegen sollte man die Finger davon lassen. Und genau hier drin liegt auch das Problem, das Risiko, 500 Billionen Dollar groß. Und Derivate, die es dann letztendlich auch gibt, also nur, dass man da mal so ein paar Begrifflichkeiten noch mit auf den Markt wirft. Also das sind CFDs, Futures, Zertifikate, Forex, Swaps und Optionsscheine. Kann man natürlich alles machen, die Bücher der Banken sind voll, hier steht's. Ein gigantisches Risiko, das da unseren Wohlstand bedroht, weil, wie gesagt, so, wenn das platzt, wir wissen überhaupt nicht, wer da mit wem, wo, wie in Verbindung steht, welche Häuser da zusammenhängen, wer da mit wem zockt, ja, und das ist einfach ein Problem. Angeblich soll dieser Markt ja mehr Regulation erfahren haben, ja, aber wenn ich die Zahlen sehe, also was da gehandelt wird, außerbörslich und wer da wie, wo, wie gesagt, also man hat auch bei Wirecard gesehen, gerade also im Bereich Aktien, also wie gut die Aufsicht arbeitet. Also deswegen auch hier die Regulierung dieser Derivate wage ich zu bezweifeln, dass das also so läuft, dass es dann letztendlich passt. Also der Zockerei ist hier keine Grenze gesetzt, meiner Meinung nach, oder keine Grenze gesetzt. Und man hat eben keinen echten Gegenwert. Und was ich meinen Kunden und auch jedem Anleger empfehle, darauf zu achten, dass ich eben kein Gegenparteirisiko habe.
Das heißt also, dass ich breit investiere, breit gestreut aufgestellt bin mit meinen Investments, über die einzelnen Assetklassen hinweg investiert bin. Und an der Stelle möchte ich einfach auch sagen, ich kann also auch die kürzliche Diskussion rund um den Goldpreis nicht verstehen. Ja, es war jetzt also so, dass also im Endeffekt vor kurzem hier natürlich für die Leute, die kurzfristig denken, die Diskussion aufkam nach dem Rücksetzer bei Gold, der jetzt wieder Stand heute am 2.10.2020 bei 1911 Dollar steht gerade, also hat er einen größeren Rücksetzer hingenommen. Und dann wird halt gleich darüber diskutiert, ja, wird Gold jetzt abverkauft und geht es in die andere Richtung. Und man muss halt immer die gesamte Situation betrachten. Ja? Und die Gesamtsituation rund um den Finanzmarkt ist ja die, dass gerade auch der Goldmarkt von diesen Derivaten beherrscht wird. Also ca. 80% des Goldpreises täglich wird durch Derivate bestimmt, also durch Finanzwetten. Und 20% ungefähr macht der physische Goldhandel aus. Und hierbei erkennt man natürlich schon, dass speziell die Notenbanken natürlich in der Lage sind, ganz massiv auf den Goldpreis einzuwirken, was sie natürlich auch tun, weil die wollen natürlich nicht, dass ihr oder jeder Mensch das Vertrauen in dieses Fiat-Geld, Fiat-Money, Papiergeld-System verliert. Und man kann also auch da gucken, was in den letzten großen Krisen der letzten Jahrhunderte im Endeffekt gemacht wurde. Ja? Also man muss mal gerade genau drauf gucken, also welche Möglichkeiten, jetzt kommen wir mal zu den Möglichkeiten, welche heute noch da sind, sein Geld sicher und gewinnbringend anzulegen. Also man muss die aktuelle Situation beleuchten, also man muss in echte Unternehmenswerte, also in echte Werte investieren, also in die komplette Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Und ich kann, wie gesagt, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr sehen könnt, also es geht nur um die plakative Darstellung, also so steht es ja gerade irgendwie, ja, die drei Speichenregeln, ja, also Immobilien sind nach wie vor auf Rekordhoch, ja, es geht immer weiter hoch, ja, die Menschen bauen wie blöd. Möchte ich jetzt hier an der Stelle gar nicht weiter ausführen, also das Haus, das selbstgenutzte Objekt, voll finanziert irgendwo auf dem Land, ist die größte Geldvernichtungsmaschine der Welt, hat mit Vermögensaufbau 0,0 zu tun. In Aktien zu investieren ist natürlich sinnvoll. Auch hier ist wichtig zu wissen, dass man heute die Börse ja beobachten muss nach der V-förmigen Erholung. Also die Börse blickt ja in die Zukunft, also das billige Geld, das da den Markt flutet, die niedrigen Zinsen. Und wie gesagt, hier ist es so, dass die Aktienmärkte mit diesem Geld geflutet werden. 1 Billion Dollar stehen an Investitionsgeldern in den USA, in den Startlöchern, die noch den Markt erreichen werden, also Private Equity Investments und so weiter. Wo gehen die wohl hin? Natürlich in die Aktienmärkte. Und das muss man natürlich beobachten. Und da ist eine ganz entscheidende Geschichte auch aus dem Jahr 1929 nochmal aufzugreifen. Also wir hatten in 1929 diesen wahnsinnigen Anstieg an der US-Börse. Die Fed hat damals allerdings, und das ist auch eine ganz wichtige Information, die Zinsen erhöht, um das Zocken, in Anführungszeichen, oder die Investitionen an der US-Börse einzudämmen. Ja? Also das ist in der heutigen Zeit, also daran sieht man also auch gleich, da sind natürlich auch die Kredite geplatzt, auch dann damals, also die Banken dann auch pleite gegangen, das wissen wir ja alles. Aber diese Maßnahme hat dafür gesorgt, dass also damals in 1929 dann die Abwärtsspirale nach unten losgetreten wurde. Und das muss man einfach mal wissen. Und heute ist es halt so, heute kann also auch diese Abwärtsspirale einfach durch diese Finanzwetten ausgelöst werden. Und wie gesagt, deswegen ist es wichtig, dass man den Aktienmarkt auf jeden Fall bedient, weil wir auch nicht wissen, wann das endet, das Spiel. Ja? Also viele Kommentare, und da bitte ich einfach auch mal an die Sache seriös heranzugehen, also auch hier nicht beleidigend zu wirken und seine eigene Meinung hier kundzutun, weil, wie gesagt, man muss dann schon immer zwei Seiten der Betrachtung heranziehen, und es geht also in keinster Weise darum, manche meinen ja, der klassische Aktienmarkt ist tot und man kann da erst wieder hingehen, wenn es dann gekracht hat und was weiß ich. Ja, was muss denn passieren, dass ich da wieder hingehe? Man muss überlegen, dass Unternehmen, ja, außer dass wenn jemand eine,
wie soll ich sagen, also wenn jemand kriminelle Energie hat, dann gründet er vielleicht ein Unternehmen, um das, das wieder an die Wand zu fahren. Aber es gibt ja Substanzwerte da draußen, ja, also die Dividendenzahlen seit was weiß ich wie lang, also die auch wunderbar funktionieren, also riesige Unternehmen, die es seit Hunderten von Jahren gibt. Und ja, also da muss man einfach überlegen, was man da von sich gibt. Also man muss raus aus dem Geldsystem und man muss einfach in diese Aktienmärkte eintreten. Man muss den Markt als Entscheidungsgeber nutzen und natürlich eine gigantische Rolle übernimmt natürlich auch der Edelmetallsektor. Ja? Also so steht die Drei-Speichen-Regel. Der Goldpreis ist immer noch günstig, gemessen an Aktien. Ich habe das gerade mal ausgerechnet. Also das Gold-Dow-Jones-Ratio steht gerade erstmal bei 14,6. Also ich brauche 14,6 Unzen Gold, um einmal den Dow Jones zu kaufen. Das Silber-Ratio, also Gold-Silber-Ratio, steht bei fast 80. Das heißt, ich brauche 80 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Also Edelmetalle sind in sich immer noch günstig bewertet. Und natürlich die aktuelle Situation, die Interventionen der Notenbanken, dieses viele billige Geld, ist natürlich die Triebfeder für weiterhin steigende Kurse, natürlich immer langfristig gedacht. Ja. Also diese kurzfristigen Diskussionen da, okay, wer das mag, aber da sind wir ja wieder hier bei diesen Derivaten, bei den Tradern, die also dann da mit ihr Geld verdienen wollen. Also wir sind ja long, also langfristig investiert und das ist eben die Geschichte. Ja. Und wer in echte Sachwerte investiert, vor allem also jetzt auch in Gold und Silber, wer es noch nicht getan hat, in physischer Form ganz wichtig, wir machen es in unseren Strategien auch mit Minenwerten noch zusätzlich. Und die laufen wunderbar, weil wie gesagt, diese Strategien gibt es ja jetzt seit 2015, 2016 schon. Wir sind ja seit 2014 im Käufermarkt für Gold. Also wer sich schon länger damit beschäftigt und mit uns beschäftigt, der weiß das ja, dass wir das seit, mit unseren Kunden seit längerer Zeit praktizieren mit außerordentlich guten Erfolgen und wunderbaren Renditen, die hier möglich waren. Und man muss einfach den gesunden Menschenverstand einschalten. Man muss gucken, was ist da gerade im Gange. Die hohe Verschuldung, ja, immer mehr Geld wird auf den Markt gebracht. Ich habe also auch heute auch einen ganz interessanten Bericht zum Thema Steuern gelesen. Ja, und in dem Bericht ging es einfach darum, dass die Regierung also 100 Milliarden neue Schulden aufnehmen muss. Ja, wer soll das bezahlen? Also natürlich wird es über Steuererhöhungen gehen. Man spekuliert schon, dass die Mehrwertsteuer in Deutschland also in den nächsten Jahren auf den europäischen Schnitt von 20 bis 21 angehoben wird. Ja, der Spitzensteuersatz soll angehoben werden. Ja, also das ist alles, sind alles solche Dinge, die eure Geldbeutel belastet. Und da ist es halt umso wichtiger, dass man eben in die Wertschöpfungskette dieser Unternehmen investiert. Und man muss also, wie gesagt, ich appelliere hier nochmal an der Stelle, sich das einfach mal genauer zu überlegen. Und wie gesagt, auch Edelmetalle, ja, also hier geht es mir auch darum, nicht in irgendwelche Papiere zu investieren, in Papiergold zu investieren, das ist uninteressant, es geht um die echten Werte, das können Barren sein, das können Münzen sein, vor allem die Minenwerte, da bin ich an der kompletten Wertschöpfungskette beteiligt. Und auch da kann man wunderbar in der Vergangenheit sehen, wie ganz viele reiche Menschen sich durch jede Krise reicher und reicher gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel im Jahr 1929 bis 1936 hat sich die Familie Rockefeller mit der Homestake-Mine auch fett gemacht. Ja? Also mit über 456% Wertsteigerung, während die Aktien um 90% korrigiert haben. Die Zahlen muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und eine ganz wichtige Information ist halt, dass das immer zeitversetzt über die Bühne geht. Also beispielsweise 1929 war die Krise, 1933 kam dann die Explosion bei dieser Homestake-Mine. Rockefeller war investiert, ja, 1971 hat der Nixon den Goldstandard Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg aufgehoben, 74 bis 80 waren 800% Wertsteigerung mit physischem Gold möglich, weil die Notenbanken das Gelddrucken angefangen haben, dem US-Dollar ging schlecht, wir hatten eine Ölkrise, ja, also um nur einige Faktoren hier zu nennen, mit Silber war in der gleichen Zeit 900% zu verdienen, ja, also auch 71, 74 ging es dann los. Und bei der letzten Finanzkrise 2009, 2008, 2009 war die Krise, 2011 Gold auf 1900 Dollar. Jetzt haben wir Krise und wann explodiert Gold? Es gibt ja, wie gesagt, hier zahlreiche Experten, die also auch von Goldpreisen pro Feinunze in Dollar von über 10.000 Dollar ausgehen.
gemessen an der Geldmenge, gemessen an der Schuldenmenge, wird sogar noch anders aussehen, nach Bretton Woods berechnet. Und da möchte ich einfach dran appellieren, ja, also einfach sich Gedanken zu machen, dass das Geldsystem natürlich durch diese Wetten auch bedroht wird, ja, also das muss man wissen, dass, also wenn das Finanzsystem kollabiert, damals 2008 wäre es 2009 die Hypo Real Estate gewesen, wäre die nicht gerettet worden, hätte es schon gekracht. Und wir sind jetzt mittendrin, die Börse hat sich von der Wirtschaft abgekoppelt, da habe ich ja kürzlich ein Video drüber gemacht. Das gab es in der Vergangenheit schon häufig, aber es wäre jetzt auch fatal zu sagen, ich verwehre mich dem Ganzen. Also man kann, und das zeige ich an anderer Stelle auch immer wieder, sein Geld ruhig auch ratierlich hinbringen. Wir haben jetzt im November die US-Wahl, die natürlich auch eine Rolle spielen wird. Ja, also das kann auch zum Game Changer werden, wenn es zum Shutdown in den USA kommt, bloß weil die beiden da, also ich habe neulich das Rededuell Gott sei Dank nicht gesehen, aber am Tag darauf die Berichterstattung drüber. Also das ist ganz große Show der Weltleitwährungsträger USA. Also was die da leisten gerade oder sich, wie die sich darstellen in der Öffentlichkeit, das ist unglaublich. Und man muss das Ganze einfach mal, wie gesagt, aus einer gewissen Distanz beobachten, muss ich mal überlegen, wem bringt diese Situation gerade was rund um die Finanzmärkte. Und man muss einfach seine Entscheidungen treffen. Wie gesagt, seit Hunderten von Jahren die älteste Geldregel der Welt. Hier ist sie nochmal, ich möchte sie nochmal zeigen. Und wer noch nicht in Position ist, dem kann ich es einfach nur raten. Ja, also wir haben, wie gesagt, auch gerade vor kurzem wieder ein paar Millionärsmandate in unsere Vermögensverwaltung aufnehmen dürfen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind und wir sind in dieser Position eingerichtet. Wir haben also, wie gesagt, speziell auch im Sektor Edelmetalle wunderbare Erfolge erzielen können in den letzten Jahren. Und wie gesagt, Aktien gehören immer dazu, ja, ganz wichtige Position. Das wollte ich unbedingt mit euch teilen, das Wissen rund um diese Derivatebombe. Also das ist ein unglaubliches Risiko, was da in den Bilanzen der Banken schlummert. Und das kann zum Super-GAU führen. Wir haben es in der Vergangenheit erlebt, dass es schon zum Super-GAU geführt hat. Ja, also für mich gibt es nur eins. An der Stelle, wie gesagt, die Empfehlung, das war die Empfehlung, ja, sein Geld in echte Werte zu investieren, in Sachwerte zu investieren, wo ich also im Endeffekt das Gegenparteirisiko so gering wie möglich halte. Wir sind mit unseren Vermögensverwaltungen, ja, mit den Strategien, die wir aufsetzen, an bis zu 15.000 Unternehmen weltweit beteiligt. Das ist eine gigantische Zahl. Jetzt können wir, also über die einzelnen Assetklassen hinweg, wir bilden einen kompletten Konjunkturverlauf ab mit diesem Asset, also mit diesen Strategien. Und wir balancieren das Ganze aus, reagieren auf den Markt, weil der Markt ist effizient. Da gibt es Menschen, die haben einen Nobelpreis dafür bekommen, wie Eugene Farmer beispielsweise, der das ja nachgewiesen hat. Ja, der Markt ist effizient. Wenn du da draußen eine Meinung zum Markt hast, zum Goldmarkt morgen, oder zu den Aktienmärkten, ja, dann kommt es meistens anders, als man selbst denkt. Man kann es ja auch immer daran erkennen, wenn die Ökonomen, die hochstudierten Menschen dieser Welt am Jahresanfang Prognosen für die Indizes am Jahresende abgeben, wie weit die wegliegen. Das ist ganz klar, weil es keiner hat eine Glaskugel. Und es ist halt eine Wette gegen Millionen von Marktteilnehmern, die man dann eingeht. Besser ist es umgekehrt, mit klaren Regeln, wie wir es mit unseren Strategien machen, den Markt zu betreten und mit klaren Regeln im Vorhinein schon festzulegen, wann reagiere ich auf was. Und das ist völlig ausreichend. Ja, das hat dazu geführt, dass ich mit meinem eigenen Vermögen seit über 25 Jahren zweistellige Renditen erzielen kann. Mit ganz einfachen, herkömmlichen Investmentprodukten auch, die für die einen, die also sich an dem Markt beteiligen wollen, natürlich zu langsam sind, zu langweilig sind, ja, weil sie zu wenig Nervenkitzel bringen. Aber sie sind ertragreich und der Zinseszinseffekt, den unser geschätzter Albert Einstein mal als achtes Weltwunder bezeichnet hat, der wirkt gigantisch, ja, wenn Geld da ist. Das ist Zockerei, das machen wir nicht. Ja, ich hoffe, das Video, wie gesagt, hat dich ein Stück weitergebracht für eine Entscheidung, falls du noch in diese Geldwerte, in dieses Fiat Money investierst, dir endlich Gedanken darüber zu machen, wie groß das Risiko ist. Also diese Zockerei ist gigantisch. Und ich kann dir nur raten, mit gesundem Menschenverstand, ohne Angst, den Markt zu betreten, die alle Assetklassen abzubilden. Wenn du das selbst nicht
kannst, dich nicht traust oder sonst irgendwie, dann kann ich dir nur anbieten, ein kostenloses Kennenlern-Telefonat, 15 Minuten, können wir sprechen. Ich kann dir sagen, welche Möglichkeiten einer Zusammenarbeit da sind, was wir bieten können. Und wenn du dann Lust hast, dann können wir gerne was zusammen tun. Ansonsten soll es das bis hierhin gewesen sein. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch bitte einen Daumen hoch. Abonnier unseren Kanal. Und das volle Programm gibt es, wenn du dich noch auf der Internetseite www.zuvielbezahlt.de im Newsletter einträgst. Ja, dann gibt es immer wieder ganz entscheidende Informationen. Es wird demnächst auch ein Webinar geben zu unseren Strategien, zu den Ergebnissen dieses Jahres, weil unsere Strategien gibt es nicht am freien Markt, nicht unter einer WKN zu kaufen, sondern das sind zusammengebaute Strategien, die wir nur zur eigenen Vermögensverwaltung verwenden. Wenn das für dich interessant ist, dann melde dich. Ansonsten soll es bis hierhin gewesen sein. Bleib sicher mit deinem Geld. Bis bald, dein Marco Reus.